Okay, Freunde, Upido wieder hier und heute gibt's Cresselia Doppel-Imp. Das hat sich der, genau, der Aiki oder so, gewünscht. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tut mir leid, falls ich es falsch ausspreche. Genau. Versuchen wir mal mit dem Team hier ein bisschen voranzukommen. Aber wir haben ja noch Anfang der Season, deswegen ist das noch echt vollkommen entspannt. Dieser Floor ist hier in Ordnung, Tatsache. Bloß sehr wäre jetzt besser. Wir bauen aber mal auf ihn sehr auf. Ja, tut irgendwie. Er muss ja schon sehr eigentlich respektieren. Eigentlich. Ja, genau. Na, setz doch ein. Ich glaube, jetzt werde ich gleich in den Empojang gehen. Ich hoffe, er denkt, das ist wieder ein Seher. Nein. Nicht rüber. Eine Flora halte ich hier aus. Dieser Flora am Anfang ist schon echt ätzend. Ah, ich krieg noch den Borschneibe raus. Der guten Schaden machen wird. Ja, okay, das ist gut. Ja, ich muss hier zweimal schilden. Das ist das Blöde hier. Oder? Okay, ich muss nicht zweimal stehen. Das ist perfekt. Das ist perfekt, weil das sollte eigentlich ausreichen, Macho rauszuschmeißen. Perfekt. Ja. Ich glaube, hier mache ich einfach Farm Down. Hoffe ich, dass das klappt überhaupt. Ja. Ja, das wird alles noch ein bisschen eng, ne? Ich glaube, zwei kann ich noch machen. Und dann muss ich Knöscher nochmal einsetzen. 1, 2. Ja, das Bisaflor wird mich, glaube ich, runterfarmen. Giratina ist kein Problem mehr. Oh, wir haben die Aquahobitze. Okay, Gott sei Dank haben wir die Aquahobitze. Gut, dass ich das rechtzeitig gesehen habe. Und wir haben den Kampf noch gedreht. Sehr schön. Oh, das war aber echt ein sehr knapper Kampf. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, aber Aquahobitz haben wir noch erreicht. Perfekt. Ja, es war richtig, glaube, auf Impagator jetzt Knöscher zu packen. Ja, gegen die Pflanzen ist Eisstrahl sehr effektiv, aber mal ehrlich, Eisstrahl wird doch so oder so geschildert, wenn noch Schilde da sind, wenn man einen Pflanzen-Pokémon hat. Dragoran, ja. Auch, wird auch auf jeden Fall geschildert, also von daher ist Eisstrahl eigentlich Quatschi. Okay, hier hätte ich gerne den Polion. Ah, er geht eh raus, das ist gut. Ich mache einen Strauchler. Und gehe raus. In mein Impagator. Ja. Mal sehen, ob du Knöscher hast. Aquarobitz, okay. Tut aber weh. Ich geh auf Knöscher. Er schildert, okay.
Ja, dann stehe ich auch einmal. Und hoffe, dass ich gleich einen Knirsch erreiche. Noch vor dir. Empoleon ist noch wichtig, definitiv. Farmen kannst du nicht. Sehr schön. Ich weiß, sehr effektiv, bla bla. Das ist mir aber egal. Er gewinnt die Gleichstand, ernsthaft? Naja, egal. Lass mal durch. Das ist eh nur Body Slam. Das ist gut. Und dann gehe ich in Empoleon, definitiv. Rüber. Rüber, rüber, rüber. Hallo, ich muss rüber. Ja, den Shit werde ich hier verwenden. Aquaho, bitte wird mehr wehtun. Ja. Ja, Gegner kann er aufgeben. Perfekt. Sehr schön. Empoleon ist ja der Feenkiller. Gegner hat eingesehen, hat er verloren. Ich habe auf zwei Attacken aufgebaut. Aber es war halt noch knapper, als ich dachte. Aber bisher läuft das Team echt gut. Also mit dem Team komme ich hier bisher eigentlich ganz gut klar. So, nächster Kampf beginnt. Wieder Bisaflor. Was ist denn hier los mit den Bisaflors? Ich will ihn auf jeden Fall ein Schild ziehen. Ich hoffe, die nächste Flora setzt das schnell ein. Steht es da, perfekt. Perfekt, er setzt ein. Und dann gehe ich wieder in den Folion rüber. Überlebe ich. Eine Flora überlebe ich. Ja, das ist in Ordnung. Ich hoffe, ich kann noch eine Sofortattacke machen. Bitte im Gleichstand, das wäre cool. Ja, perfekt. Dann lass dich durch. Fokusschuss? Ne, Blitzkanone, warum? So, Aquaro, bitte komm. Ah, ich hätte auch schilden können und runterfahren können, ne? Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Okay, er schildet eh. Dann ist es okay. Blitzkanone, bla bliblub.
Komm. Oh, das war ein knapper Farm Down. Was kommt rein? Schnell weg damit. Okay. Ich habe eine Mondgewalt ready, ne? Er hat eine Absenkung, reicht die? Das werden wir jetzt feststellen. Gut, dass ich Christian ja noch mit Energie hatte. Reicht das? Oh ja, es reicht. Bombe, Bombe, perfekt. Das war aber auch wieder echt ein unnötiger, knapper Kampf, ne? Aber wir sind positiv. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich, da ich mit dem Team hier zum ersten Mal spiele, in der Form. Und der Lead halt nicht so, ja, wie soll ich sagen, so top ist mit dieser Floor. Da sind nur die Psychoklingen sehr effektiv, aber Mundgewalt ist nicht sehr effektiv, Strauchler schon gar nicht. Und dann muss ich halt dann zwangsweise später in Empoleon raus und hoffen, dass er kein Kampf-Pokémon hat. Okay, das ist erstmal in Ordnung. Gleicher, das ist gut. Aquahaubitze, ja. Dann wird er Eisstrahl haben. Hier rüber. Ja, ist in Ordnung. Das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Lass dich durch. Ich hoffe, er hat jetzt nicht das angenommen. Bei wenn, ist auch egal. Doch, er hat angenommen. Er schüttet eh, okay. Ich glaube, die überlebe ich sogar noch, oder? Das sind auch noch nur Wirbler. Nee, überlebt nicht, aber ich kann hier rein. Machen schön Farm Down. So, mit Pagato wirst du nicht reinkommen. Perfekt. Perfekt. Na, jetzt musst du noch mal schön. Ja, du kannst runterfahren, aber ich habe zwei Schilde. Oh, ich hatte Aquahaubitze auch ready. Ah, warum gehe ich nicht auf die Aquahaubitze? Ah, warum gehe ich auf Borschnabel? Ich doof. Aber ich schilde hier einfach alles. Selbst wenn es der Köder ist, ist mir egal. Sollten wir eigentlich gewonnen haben, selbst wenn er jetzt drüben knöchert. Von daher ist mir das völlig egal.
Aber er hat Aquaopitz Eisstrahl wahrscheinlich. Ja. Und Eisstrahl ist die schlechtere Entscheidung, weil Eisstrahl von beiden Typen resistiert wird. Von Wasser und Stahl. Deswegen habe ich auch auf Impagator Knirscher, auch gegen Cresselia und Empoleon zum Beispiel, finde ich eigentlich die bessere Attacke für Impagator. Eisstrahl ist Schwachsinn. Eisstrahl wird eh immer geschildert. Gerade bei Pflanzen- und Drachen-Pokémon. Also von daher. Oder auch hier bei Skogro. Okay, das ist jetzt hier wild. Monogoras hier. Monogoras, hallo? Ja. Ja. Kresse gegen Kresse, okay. Er setzt ein, perfekt. Dann gehe ich in Impagator. Da weiß ich, dass ich einen Knirscher überlebe. Knirscher. Ihr wisst, was ich meine. Ein Strauchler. Monogoras, interessant. So, hier kommt ein Knirscher geflogen. Ich werde jetzt einmal schilden. Ja, keine Senkung, leider. Ich hoffe, ich kann runterfahren. Komm. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, Tatsache. Wird eine Gesteinsattacke sein. Okay, hat auch Knirscher. Dann setze ich hier die Aquaopitz jetzt ein. Okay, er schüttet die. Das ist in Ordnung. Na, Knirscher macht keinen schlechten Schaden von ihm. Ah, wir haben runtergefarmt. Wir können hier gemütlich auf Aquaopitz gehen. Na, jetzt bereue ich, dass wir die Attacke gar nicht haben. Eine lassen wir durch. Ja, Mondgeweiht ist nicht so toll. Ja, schade, Fiaro noch hinten. Also das wird hier die erste Niederlage. Fliegen? Nitroladung, okay. Oh. Hat sich der Gegner unterschätzt oder Cresselia unterschätzt? Mal sehen, reicht das? Es reicht. Habe ich Schwein gehabt. Dass ich den Kampf noch gewonnen habe, da hat der Gegner Cresselia weit unterschätzt. Weit unterschätzt. Aber wir haben auch hier klasse getimed. Und das war einfach jetzt ein 5-0, ne? Sag ich so, wie es ist. Also, das Team ist schon Wahnsinn. Wir kriegen Rockara, das ist auch super. Ich brauche XL. 296, bitte. Brauche ich ihn zusammen. Dann habe ich genau einen Rockara mit 1500 BP. Und genau den kompletten XL-Bonbons. Und das wird bestimmt so gut reinhauen. So. Okay, Hammer.
So, wir gehen auf 2152. Sehr schön. Dann gehen wir doch auch gleich ins nächste Match. So, bitte immer gerne, lieber Cap. So, gegen Admok Shiny. Ah, hier sind auch noch keine Elektro-Pokémon gegegnet, ne? Ja, hier ist egal. Hallo? Okay. Fang ruhig ohne mich an. Na, Chrissy hat keinen Bock auf Registeel. Das ist gar nicht so verkehrt. Weil hier haben wir Knirscher. So, im Gleichstand, ganz wichtig. So. Ein Strauchler überlebe ich, das wissen wir. Wichtig im Gleichstand. Ja, nehmen wir so. Und wir machen Farm Down mit dem Torion. Ja, ein Strauchler macht uns hier nichts. Den Shit brauche ich noch gegen Registeel. Was kommt rein? Es ist Registeel. Er schüttet. Dann gehe ich doch jetzt in Chrissy ja doch rüber. Ja, wusste es doch. Ich werde Chrissy ja nicht schilden. Nitro-Ladung, okay. Ja, das ist mir egal. Nitro-Ladung, okay. Ja, ich glaube, ich habe verloren. Zur nächsten Mundgewalt komme ich nicht mehr. Ja. Ja, und Registeel hat Energie. Und der Aquahobitze reicht nicht wegen Registeel. Okay, das werden wir hier verlieren. Ja, keine Chance mehr zum Schluss. Schade. Schade, schade. Ja, ich hätte versuchen müssen, die Attacke abzufangen. Das hätte ich noch versuchen können, aber naja, ist halt so. Schwamm mal drüber. Weiter geht's. Ihr könnt auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mir enorm weiterhelfen. Und dem Kanal natürlich. Gegen Philipp 93. Landturn. Landturn ist hier gut. Landturn will ich hinten überhaupt nicht sehen. Ich gehe hier rein. Hier, ich brauche Schnabel. Er dürfte überhaupt nichts Effektives gegen mich haben. Ah, er hat schon mal Doppelwasser. Ja.
Für dich auch nicht. Cecilia wird nervig. Sag ich jetzt schon. Nicht Cecilia, hier. Ah, oh, ich schildert auch noch. Ja, das ist doof. Dass er schildert hier. Landton wird noch nervig. Landton wird noch richtig nervig. Das Gute ist, hier ich Knirscher. So, ich gehe jetzt auch schon rüber. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt ein Feuer-Pokémon noch hat. Okay, das geht eigentlich. Ich glaube, ich werde hier alles schön. Ein Schild ich schon mal. Findest du auch ein perfekter Schild. Ja, ist in Ordnung. Ich schilde. Er wird schön. Ja. Wie viel macht die Finsteraura? Sehr schön. Ja. Sollten wir überleben. Donnerblitz. Ich muss schnell in den Impagator rüber, ne? Okay, ich kann eh nicht mehr wechseln. Okay, er hat den nächsten Donnerblitz. Schade. Es ist aber knapper geworden als gedacht. Ah, okay. Okay, wir haben es noch geschafft. Er hat nur Surfer eingesetzt. Mein Herz. Das war knapp. Das sollte jetzt reichen. Oh, bitte nicht so knappe Kämpfe, Leute. Ich habe schon gerade eben aufgegeben, kurzzeitig. Aber dann habe ich gesehen, Surfer. Oh, okay, Surfer müsste ich noch überleben. Und dann haben wir noch die Aquahobitze geschafft. Sehr schön. Wir haben den Kampf noch hingekriegt. Knapp, aber ja. Ich finde, Griffeldes mit Finsteraura macht keinen Sinn, weil Schmarotzer hat man etwas schneller. Der Schaden ist nicht weniger. Aber man kann es öfter spammen. Macht, finde ich, mehr Sinn. Okay, Quappo ist hier super. Da will Empoleon nicht gegenkämpfen. Muss nur darauf achten, dass er nicht abfängt. Ja. Ja, er schildert. Mal sehen, ob er auf die normale Attacke geht oder auf Erdbeben. Er geht auf Erdbeben. Das reicht sogar schon aus. Dann muss ich das Wechselohr runterticken lassen. Er geht direkt auf Erdbeben. Krass. Aber ist erstmal vollkommen in Ordnung. Das dürfte kein Erdbeben sein.
Das dürfte eigentlich kein Erdbeben sein. So schnell hat er nicht noch das zweite Erdbeben. Genau. Ich will keinen Nachthieb eigentlich schillen, ne? Aber ich muss langsam schillen. Er hat leider einen Wechsel gefischt. Geh auf Borschnabel. Schildert er wahrscheinlich nicht, nein. Dann gehe ich hier drauf. Die Mutter schilden. Oder auch nicht, perfekt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das wird ätzend. Ah, er braucht zumindest schon mal Spukball, um mich hier zu killen. Und den lasse ich jetzt durch. Okay, der reicht noch nicht mal. Ich komme leider noch nicht rüber, ne? Doch, ich gehe rüber. Und hab gewonnen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Cressilia wird echt unterschätzt, ne? Ja. Schild und weg. Krass, krass. Gut, dass ich noch rüberkam. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schon... Okay, nee, einen habe ich verloren, zwei habe ich jetzt gewonnen, okay. Sieht auch nicht schlecht aus, das Set bisher. Mal gucken. Gegner wird gesucht. Und mal gucken, welches Team wir morgen spielen. Da wird auf jeden Fall ein neues Pokémon dabei sein. Das kann ich schon mal versprechen. Okay. Das ist eigentlich Rally in Ordnung. Ich will eine Mundgewalt draufkriegen. Ich gehe mit dem Pagato rüber. Auch wenn es Schemenkraft ist, sollte ich es überleben. Das ist aber nur eine Drachenklaue, jo. Wieder einmal. Er will Impagator nicht sehen. Heißt so das Gefühl, ne? Ah, ich hätte auf Knöscher gehen können, ne? Ja, ich hätte auf Knöscher gehen sollen. Hier kann ich hier rein. Ja, nichts Effektives. Na, gehst du auf Siedewasser? Siedewasser, ja. Das ist in Ordnung. Lass mich nochmal durch. Oh, wieder Piaro.
chill ich nicht. Aber ich glaube, das ist diesmal verloren, leider. Ich hätte gegen Chrisea, mit Chrisea dagegen kämpfen müssen. Ja, aber dann nicht schön, weil es eine Mondgewalt ist. Ja, im Moment wäre Sea hier besser drauf. Ja, ich habe keine Chance, leider. Ja, schlau nicht zu schön. Ja, leider verloren hier den Kampf. Ah, Fiaro hinten ist echt ätzend. Ja, ich hätte mit Imperator früher einsetzen müssen. Gegen Giratina. Da wollte ich mir zu viel Energie holen. Okay, gegen Tentoxa hätte ich Tatsache mit hier Chrisea reinkommen müssen. Ich hasse es, Gellokrok, Leute. Ich hasse es. Ich gehe hier rein. Genau, hier habe ich nicht schon ein Schild gezogen. Ich meine, ich müsste einen Spukball überleben, oder? Macht das Spukball? Ja. Oh, zu knapp. Okay. Das war wohl nichts. Okay, hätte ich gedacht, dass ich das besser wegstecke, aber durch die Einäscher noch. Weiß nicht. Gehen wir hier rein. Schlinking, ja, Schlinking ist okay. Ich wollte eigentlich gerade rüber. Naja. Ich gehe in Kresse. Ich glaube, das wird ein negatives Set. Ich habe zu viel Schaden auf Imperator gekriegt. Ja, Knöscher nehme ich hier gerne. Ich glaube, der Schaden auf Imperator ist gut. Ich habe zwar noch zwei Schilder, aber die werden mir nichts bringen. Das ist wahrscheinlich. Ich werde jetzt schilden. Super, guter Schild. Eins, zwei. Ja, macht so wenig Schaden. Ich werde trotzdem schilden. Er geht aber immer auf Spukball, das ist gut. Eins, zwei. Ich gehe jetzt nur auf Strauchler. Naja, wird runterfarmen, leider. Bitte schilde nicht. Ich denke, das ist ein Eisstrahl. Ah, warum wissen die, dass das Knöscher ist? Ah, er setzt ein. Ah, Chrisea kann er runterfarmen bestimmt, ne? Strauchler reicht nicht. Ah, er gewinnt auch den Gleichstand. Schade. Er gewinnt leider auch den Gleichstand. Nicht schön.
weil Strauchler hätte ich jetzt ready gehabt. Aber hätte eh nicht gereicht, hätte nicht gereicht. Da ist Apokalypse zu defensiv. Als Scalocrock am Anfang war echt nervig. Aber sind trotzdem gut 5-0 hochgekommen. Also das Team kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Danke für den Tipp. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.